Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten YouTube-Video. Herzlich willkommen bei Casual City. Ich fand das ja echt cool, dass so meine Videos so gut angekommen sind. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also ich hatte echt ein bisschen Schiss und dachte, mache ich das, mache ich das nicht. Ich habe echt lange überlegt. Aber ich bin echt froh, dass das so super angekommen ist. Also, Dankeschön. Ich dachte mir jetzt, nein, das wird total schrecklich und alle werden total gemein. Weil man liest ja auch mal hin und wieder, was die anderen, also man guckt sich die anderen Videos an und dann guckt man sich so ein bisschen so die Kommentare durch und dann sieht man nur so, wie die Leute sich da so fetzen und voll gemein sind und da schreiben und die schreiben und man denkt so, was ist los bei euch? Warum macht man sowas? Und deswegen dachte ich mir, ich hoffe, bei mir tauchen diese Menschen nicht auf. Aber man weiß ja nie. Aber in meinem letzten oder beziehungsweise meinem ersten Video zum Glück nicht. So, die Hochzeit ist bald und bin halt am Überlegen, wie ich meine Haare machen soll. Soll ich Mittelscheitel, Seitenscheitel, ganz streng nach hinten oder so ein bisschen lockerer und den Schleier eher oben, den Schleier eher unten? Ich habe keine Ahnung. Es ist echt voll schwer. Ich weiß echt nicht. Ich bin sowieso ein Mensch, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Also Entscheidungsschwierigkeiten bin ich die Nummer 1. Ja, heute habe ich meine Haare gemacht mit einem, mit meinem GHD. Ich habe sie oben erstmal leicht geglättet. Irgendwann kommt auch ein Hair-Tutorial, sagt man das? Ja, ich glaube ja. In dieser YouTube-Sprache. Nach hinten damit. Ich habe das erstmal genommen, die eine Strähne, und dann habe das so eingewickelt und dann nach außen. Das ging heute relativ schnell. Ich muss aber ganz kurz was erwähnen. Ich habe ja Leute, die es auf meinem Instagram gesehen haben, ein Shampoo bestellt, ein Conditioner und eine Spülung. Habe ich bei Hairshop Pro dieses hier bestellt von L'Oreal. Das Absolute Repair Cellular. Und ich dachte erstmal, das ist das richtige Shampoo, was ich bestellt habe. Weil ich hatte auch ein gelbes, aber meins hieß so ähnlich. Auf jeden Fall kam das an, ich habe das benutzt und dann hatte ich immer so was komisch. Also mein Ansatz hat sich ganz, ganz komisch angefühlt irgendwie nach dem Waschen. Und dann gucke ich so, hä, das ist gar nicht das, was ich immer bestellt habe. Naja, und dann habe ich dem Typen da eine E-Mail geschrieben, meinte, ja, sorry und so, ich habe das benutzt, aber es ist irgendwie gar nicht mein Ding und kann ich das zurückschicken? Ich möchte auch nicht das Geld zurück, ich möchte einfach ein neues Shampoo. Und dann schrieb er mir richtig frech zurück, nö, können Sie nicht, Sie haben es ja schon benutzt. Ich sage, ja, aber es gefällt mir nicht. Ich meine, es kann aber mal sein, dass man Produkte ausprobiert und es gefällt einem einfach nicht. Wenn ich für 2 Euro einen Lidschatten bei DM kaufe und die Konsistenz ist total schlecht, dann gebe ich es wieder zurück und dann machen die auch keinen Aufstand. Und der war echt total frech. Ich sag, was ist das denn für eine Kundenkulanz, ne? Okay, jeder muss nicht kulant sein. Das ist ja eine Sache vom Verkäufer selber. Aber das ging gar nicht. Dass er mir nicht mal ein bisschen entgegengekommen ist oder meinte, hey, ich gebe Ihnen einen 5-Euro-Gutschein und dann bestellen Sie was Neues oder keine Ahnung was. Also, ich sag, da bestelle ich nie wieder Herrscher Pro, no go. Es gibt noch andere günstige Internetseiten, wo man echt so professionelle beziehungsweise ihr wisst schon, was ich meine, Shampoos und so weiter, die man nicht in normalen Drogeriemärkten kaufen kann, bestellen kann, die es auch günstiger gibt, und das werde ich dann auch da machen. So wie Airshop 24 oder keine Ahnung. Also da werde ich nicht mehr bestellen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Typ hieß. Also das finde ich ging gar nicht. Ja. Jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Was habe ich heute benutzt? Wieder meine Make-up-Mische von Fit Me und Manhattan. Und dann habe ich einen Eyeliner benutzt von Essence. Und meinen Lippenstift von MAC, den Ruby Woo. Ruby Woo. Woo. Das ist der beste mattierte Lippenstift. Ich liebe es. Also, es ist. Oh Gott, ich spiele so viel mit meinen Haaren. Ich liebe diesen Lippenstift. Der hält so lang und ist einfach nur matt. Ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie mir echt gerne stellen. Ich bin auch generell so ein Typ, der
Fragen auf Instagram postet, wie die Leute welche Produkte besser finden. Und dann kaufe ich sie mir. Also das war genauso wie mit dem Fit Me Make-up. Ich habe das gepostet und meinte, hey, wie findet ihr das eigentlich? Boah, ich habe über 40 Kommentare bekommen und alle meinen, richtig gut, richtig gut, richtig gut. Ich habe sofort gekauft. Ja. Und falls ihr welche Fragen habt, stellt sie mir. Ich beantworte sie euch. Und wenn ich Fragen zu Produkten habe, stelle ich sie euch und ihr beantwortet sie mir. Also von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe eure Casual Gigi. Tschüss.